über Leitmotive und Symbolismus gesprochen. Und wir haben über die Bedeutung der Enten und der roten Jagdmütze gesprochen. Und was ist mit Phoebe? Könnt ihr mir sagen, welche Bedeutung Phoebe für ihren Bruder hat? Toby? Sie ist deine kleine Schwester? Ja, das ist wahr. Aber längst nicht alles. Kann mir vielleicht jemand anders Tobys Antwort näher erläutern? Jessie, was sagst du dazu? Für ihn verkörpert sie die Unschuld. Ja, die Unschuld. Und wodurch hatte sie diesen großen Einfluss auf Holden? Naja, er vergöttert sie geradezu. Wer weiß? Die da sind echt cool. Ich weiß nicht, die sind so... Naja. Ja, ich verstehe, die sind zu lang. Ja, genau, die sind furchtbar lang. Jessie, würdest du bitte endlich verschwinden? Ich hab sie gerne hier. Und ich bin gerne hier. Ich wollte schon immer eine kleine Schwester. Die kannst du geschenkt haben. Jennifer? Hm? Gefällt dir das? Nein, das ist scheußlich. Genau sowas würde ich nie tragen. Ich habe gerade die perfekten Schuhe für Eli entdeckt. Ja, die sehen prima aus. Du hast ihm nicht mal eine Chance gegeben. Er war noch nie sehr modebewusst. Okay, das reicht. Au! Die sind nicht mein Stil. Du hast überhaupt keinen Stil. Ja und nein, ich brauche keinen Stil, um Stil zu haben. Oh, tatsächlich? Ja, nimm dich vor mir in Acht. Nein, 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 nein! Lass mich los! Niemals! Ich will einen Kuss. Wir haben Campingurlaub gemacht. Das war noch bevor sich meine Eltern haben scheiden lassen. Sie schliefen in dem einen Zelt und mein Bruder und ich in dem anderen. Und anscheinend haben sie geglaubt, wir schlafen bereits, aber das stimmte nicht. Lass uns nachher weiterblättern, ja? Okay. Und wir konnten damals alles mitkriegen. Das war echt peinlich. Und es war ziemlich laut. Und ich konnte kaum glauben, dass meine Mom sowas tut. Einverstanden? Ja. Weißt du, deine Einladung zum Mittagessen war eine tolle Überraschung. Das Wohnungsamt hat angerufen. Liebe dem Sohn. Geh nicht auf die eidesstattliche Erklärung ein. Hätte ich mir denken können. Tut mir leid, was hast du gesagt? Ich sagte nur, ich liebe dem Sohn. Ihr 2-Uhr-Meeting hat bereits begonnen. Sieht ganz so aus, als sollte ich mich jetzt beeilen. Es war uns beanrufen. Ich muss auch wieder zurück. Auf mich warten sicher schon 3.264 Rückrufe. Oh, ganz schön viele. Das war ein Scherz. Entschuldige, ich... Sehen wir uns heute Abend? Ja, und ich freue mich darauf. Oh, das war aber nichts. Verzeih mir, hier herrscht nur gerade so eine merkwürdige Stimmung. Na klar, das verstehe ich. Ich sehe dich nachher. Okay. Nach der Scheidung habe ich mich lange nicht mehr verabredet. Ich dachte, ich konzentriere mich auf andere Dinge. Und die Kinder haben mich sehr in Anspruch genommen. Ich meine, ich habe das auch so gewollt. Ich habe das so für mich entschieden. Also ich denke, wir müssen dabei etwas subtiler vorgehen. Na gut, was schlagen Sie vor? Am besten... Hallo. Hallo. Guten Tag. Hi. Karen. Ich warte auf Ihre Vorschläge. Ach so. Ja, richtig. Wir könnten erstmal bereits existierende Wohnungen zuteilen. Ich denke nicht, dass wir so viel Zeit haben. Wie bitte? Das dauert zu lange. Die Vorschläge von Leuten wie euch werden doch immer in irgendeinem bürokratischen Sumpf enden. Leute wie wir? Ja, Anwälte. Ich habe euch inzwischen alle satt. Nehmt es mir nicht übel. Das tun wir nicht. Ich bin Karen Samler und ich glaube, Sie und ich, wir haben uns... Tut mir leid, Karen. Das ist Dr. Fischer. Er ist im Vorstand der AIDS-Hilfe. Darüber hinaus hat er die Foster-Klinik gegründet und bei diesem Projekt geht es auch um seine Patienten. Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass... Was? Was meinen Sie? Sie haben gedacht, ich wäre Fahrradkurier, ja? Nein, da irren Sie sich. Gut, dann sollten wir jetzt loslegen, weil ich nicht sehr viel Zeit habe. Ich verstehe. Okay, um Konflikte mit dem hiesigen Wohnungsamt zu vermeiden, wäre es bestimmt am geschicktesten, sich an der Sanierung von Cabrini Green zu beteiligen. Und dafür die Subvention zu benutzen, die wir bereits für die Unterbringung der AIDS-Kranken bekommen haben. Ui, da haben wir den Salat. Entschuldigung. Die Renovierungsarbeiten bewegen sich in einem Zeitraum von etwa 6 oder allenfalls 9 Monaten. Verzeihung, Craig, Ihre Telefonkonferenz startet. Ja, ich komme sofort. Klingt, als ob wir bereits eine Lösung Aber, haben. Craig, wir müssen noch ein paar Punkte durchgehen. Also, wie lange dauert die Telefonkonferenz? Ich bin mit dem Pestizidfall ausgelastet und Sie kommen doch hier fabelhaft zurecht. Nein, warten Sie. Wären Sie damit einverstanden, Dr. Fischer, wenn Sie diesen Fall übernehmen? Na klar, von mir aus. Craig, das... Es ist alles okay. Nein, es ist...
Großartig. Wollen Sie vielleicht auch mal abbeißen? Nein. Okay. Nein, nein, ich finde, du hast es ganz fabelhaft geschrieben. Nur im letzten Absatz hast du geschrieben. Ich danke dir für deine Hilfe. Kein Problem. Als ich Jennifer zum ersten Mal sah, da blockierte sie gerade die Essensausgabe in der Schulkantine. Sie protestierte gegen die mangelnde Auswahl an Bio-Essen. Sie hat einen Riesenwirbel gemacht. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Leidenschaft gesehen, wenn es um Salat geht. Sie war echt süß. Reiß dich los, Alter. Ja, keine Hektik. Wann ist euer Training vorbei? Ich würde dich nämlich gern von dort abholen. Heute dauert es bestimmt länger, weil Hirscher im Augenblick ziemlich durchdreht. Oh, und wo wirst du heute übernachten? Ich glaube, heute bei Mom. Aber vielleicht bin ich auch bei meinem Dad. Ich weiß es noch nicht. Und jetzt muss ich los, denn sonst wird mich der Trainer ganz grausam quälen. Mach, dass du wegkommst, du Sportskanone. Okay. Nicht mehr spielen zu dürfen, war das Schlimmste. Wenn ich nicht mehr in der Mannschaft bin, dann kriege ich das Gefühl, ich bin nicht ich selbst. Und daher musste ich meine Noten verbessern. Und Jennifer hat mich dabei unterstützt. Und das, obwohl sie Sport hasst. Ganz schön schräg, hä? Hast du das mit Madison gehört? Nein, was denn? Er ist suspendiert. Wirklich? Hey, da seid ihr ja. Wer hat gewonnen? Ja, natürlich, dann Cassidy. Halt ja die Klappe. Alle Achtung, ihr seid praktisch noch nie geschlagen worden, ah, oder? Ah, doch, wir haben mal gegen New Trier verloren. New Trier ist aber auch eine sehr starke Mannschaft. Du kennst dich im Mädchenvolleyball gut aus. Guck mal da. So ein bisschen. Hey! Fahrt ihr eigentlich auch mit zum Skilaufen? Wann ist das? Ah. Oh, hast du dich beim Spiel verletzt? Nein, nein, ich habe nur einen Wadenkrampf. Dann mach ein Torchon. Das wird mein Akupressur. Nein, du willst dich bloß über mich lustig machen. Nein, das funktioniert wirklich. Ja, ich glaube, der Schmerz lässt wirklich nach. Hey! Ich glaube, das sah ganz schön blöd aus. Aber es hat gewirkt. Wenn du mir deine Nummer gibst, kann ich dir sagen, wann es losgeht. Wann es losgeht? Na ja, zu der Skitour. Natürlich. Ja, genau. Ja, natürlich. Ich schreibe dir meine Telefonnummer auf. Okay. Hier. Entschuldige.